Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dragon Ball Xenoverse 2. Ich habe jetzt eine Stunde ein bisschen damit verbracht, den Charakter ein bisschen zu spielen. Ich habe die Offline-Parallel-Quest gemacht. Die sind recht uninteressant für euch, also nur ein bisschen Rumgemetzel. Ein bisschen Versagen hier, ein bisschen Gewinn da. Und ich habe mich neu ausgerüstet. Ihr seht schon, ich habe mir Haare gezaubert. Das sind, ich guck mal kurz rein, anpassen. Ausrüstung ändern. Yajirobis Perücke. Ansonsten habe ich Son Gohans Kleidung an und Son Gokus Muten Roshi Ki. Die Kleidung von Son Gohan gibt mir sehr viel Angriffskraft. Das können wir gut gebrauchen für den Anfang. Ich will ja später auf KI-Explosion gehen. Ich habe meine Fähigkeiten angepasst. Ich habe jetzt ein KBHWH drin. Den Meteor Crash. Als ultimativer Angriff habe ich volle Kraft Energiestrahlwolle. Den hatten wir von Anfang an. Den habe ich noch nicht benutzt. Den werde ich euch noch zeigen. So, jetzt bin ich langsam im Spiel drin und kann mich auch ein bisschen freier bewegen. Vorher musste ich immer nachdenken, welche Knöpfe und so weiter ich benutzen muss. Aber jetzt bin ich drin, Freunde. Jetzt kann es alles wieder ein bisschen entspannter werden. Und wir brechen die Teleportstation zum Schluss an. Erstmal gucken wir uns die anderen Sachen an. Ach nee. Können wir gar nicht. Denn alles ist quasi auf diesen Inseln jetzt verteilt, ne? Moment. Wir haben ein Quest-Event. Die wollte ich ja noch angucken mit euch. Ah, hier sind die Teleportstationen, okay. Wir fahren mal zu Quest-Event. Ich möchte gerne wissen, was das ist. Ich habe sie gestern gesehen, habe mich davor gestellt und dachte mir, nein, Zero, du wartest damit bis zur Aufnahme. Und deswegen fahren wir jetzt mal hin. Da, der gute alte Ganto, kennen wir alle. Eigentlich nicht. Keiner kennt ihn. Ach, du bist einer von den Zeitsoldaten, von denen ich so viel höre. Ich höre, dass ihr ziemlich stark seid, stimmt das? Ich werde es herausfinden, wenn wir kämpfen. So, ich hoffe, du bist bereit. Komm jetzt und zeig mir alles, was du drauf hast. Ach, der ist zum Kämpfen da. Das war irgendwie ein spezielles Event. Schaut sich so scheiße aus. Bist du bereit? Klar. Ich mach den Typen kaputt. Ups, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Ich mach nochmal kurz die Effekte ein bisschen runter. So, ich werde bis zu 3 KI aufbauen und euch dann meine Ultimate zeigen, falls ihr bis dahin überlebt. Schauen wir mal, ne? Dann verprügeln wir ein bisschen. Zack. So, das wäre jetzt die perfekte Situation dafür, das einzusetzen. Das ist meine Ultimate. Also nichts Besonderes. Hm. Gib Besseres, ne? Komm, gib mir das perfekt. Gib mir das perfekt. Jawohl. Easy. Gewonnen. Wer hätte es gedacht? Ja, ein paar Level habe ich natürlich auch gemacht. Ein paar Punkte investiert. Oh, wir haben noch ein paar Punkte bekommen. Cool. Wir haben jetzt 6 Punkte. Die sollten wir auf jeden Fall investieren. Das war ein bisschen easy. Wow, ich gebe auf. Ich hätte nie gedacht, dass du so stark bist. Dabei habe ich aber den Eindruck, dass du noch stärker werden kannst. Leute wie wir können sich nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen. Du hast Folgendes erhalten. 2 Sterne Ball. Ach so. Cool. Wir haben einen Sterne Ball bekommen. Wir haben da noch pinke Häuschen mit Ausbilder-Event. Da sollten wir auch mal hingehen, ne? Einfach mal gucken, was das genau ist. Vielleicht kriegen wir dann neue Fähigkeiten von Piccolo. Das wäre echt nicht schlecht. Oh, hui. Also, ich habe gemerkt, in Dragon Ball gibt es doch ein bisschen mehr zu tun, außer die Hauptquest. Zum Beispiel kann man sich hier wunderschön verfahren. Ich wünschte, ich könnte hier schon fliegen. Das wäre so elegant. Aber oh, naja. Fortschritt-Test. Okay, gucken wir mal. Beep, beep. Du kannst jetzt einen Fortschrittstest ablegen. Wenn du einen Test bestehst, erhöht sich dein Rang und du erhältst Zugang zu weiteren Ausbildern. Ja klar, mache ich. So, bestehe die Prüfung. Ja, das ist gar kein Problem. Kümmern wir uns erstmal darum, dass wir da irgendwie mal Ausbilder zu fassen kriegen. Ich möchte Freezer als Ausbilder haben. Ich möchte ihn unbedingt. Falls es möglich ist. Ich weiß es nicht. Okay.
Als wenn ich schummeln würde, ganz ehrlich. Habt ihr mich jemals schummeln sehen? Glaube nicht. So, mein Freund. Ach ja, komm her, muss ich euch auch noch mal zeigen, ne? Ach, ich liebe es. Ich hab extra die Offline-Parallel-Quest gemacht, um an dieses Kamehameha ranzukommen. Ich kenne keinen, der es nicht liebt. Kamehameha ist toll. So, next please. Yanchu, nee, Tenshinhan meine ich. Yanchu war das gerade eben. Ja, komm. Ja, ich weiß, du willst mich. Au. Verdammt. Ich wollte eigentlich meinen Kamehameha machen, aber es hat irgendwie nicht funktioniert. Das ist aber nicht die Stimme, die ich eingestellt habe. Ich habe Son Gokus Stimme eingestellt. Ich schwöre. Da ist er einfach ausgewichen. Ich glaub's nicht. Hast gedacht, oder was, ja? Hast gedacht, du kannst mich flachsen? Am Arsch, mein Freund. Ach, das ist so easy, Freunde. Das ist so easy. Ihr könnt gar nichts gegen mich machen. Und ich lache mir einen ab. Ist das gewichen? Verdammt. Holy shit. Mein Freund. Das war gar nicht mal so schlecht. Oh, ich zeig dir mal was. Und zwar das hier. Na gut, okay. Vielleicht auch nicht. Was glaubst du, wer du bist, mein Freund, hä? Ach, verdammt. Will ich mit dem Kamehameha erledigen? Okay. Noch ein neuer Feind? Das war nicht abgesprochen, oder? Oder? Ist das gar nicht. Ah, du hast ziemlich viel Leben, mein Freund. Jetzt nicht mehr. Das ist so eine Lappen. Oh. Na komm. Alter, ich krieg nichts fassen. Holy shit. Na komm. Komm, mein Freund. Wie sich mein Charakter einfach freut. Das ist ja so niedlich. Ach man, das Kamehameha muss ich noch lernen, ey. Ganz ehrlich. Du lässt dir aber Zeit beim Angreifen. Ach verdammt, ich will dich mit dem Kamehameha töten. Ja, toll, jetzt habe ich keine KI mehr. Ein Drecksack. Keine Sorge, das werde ich tun. Ah. Ach komm. Ach stimmt, Attribute verteilen, ne? Energieladung. Ah, das ist nur wieder so ein, ich spreng mich frei oder so. Ah, Errungenschaft freigeschaltet. Du bist des Todes. Was, keine Ahnung, was der da unten sammelt. Gut gemacht! Du hast den Test bestanden. Du kannst jetzt Unterricht bei neuen Ausbildern nehmen. Du solltest die neuen Ausbilder begrüßen und die neuen verfügbaren Lektionen nutzen. Oho, du bist schon in der mittleren Klasse, oder? Also, wer ist dafür nochmal zuständig? Ah, anscheinend ist der Großteil der Ausbilder Saiyajin. Von harten Nüssen bis hin zu Kindern. Sie sind alle äußerst fähig. Du kannst eine Menge von ihnen lernen. Allerdings kann es manchmal auch ein bisschen rau zu gehen, hehe. Wie wäre es, einige der älteren Kurse erneut zu absolvieren? Hm, warum hast du noch keinen Ausbilder gefunden? Bei so etwas darfst du nicht schüchtern sein. Gut, ich rufe einen Ausbilder für dich her. Ich dachte, ich bin der Schüler von Piccolo. Also, was möchtest du noch, nochmal durchgehen? Kunst des Kämpfens.
Okay. Hallo Krillin. Hey! Hallo, du gehörst also zu den Zeitsoldaten, bla bla. Interessant, sag's mir einfach. Willst du, dass ich dir neue Techniken beibringe? Gerne, aber zuerst muss ich dich testen, ja, bla bla, nein. Das irritiert mich jetzt mal ein bisschen. Ich dachte, ich wäre der Schüler von Piccolo. War da nicht was? Wo war Piccolo nochmal? Da oben, ne? Ich schwören können, ich bin der Schüler von Piccolo. Aber hundertprozentig. Nein, nein. Ach, komm. Es gibt doch eine Bremse, Zero. Es gibt eine fucking Bremse. Ist mir gestern schon passiert, ne? Ja, cool. Ja, cool, danke. Ich komm da nicht mehr raus. So, nutzen wir doch einfach mal eine Bremse. Travis Line durch. Nein, Bremse. Okay, alles gut. Musst du lernen zu bremsen. Ich bin doch dein Schüler. Hm. Aha. Machst du einen Ausbilder zu deinem Meister, hilft er dir, wenn du während Quests in Schwierigkeiten steckst. Du kannst die Verbindung zu ihm auch verstärken, um neue Konversationen freizuschalten, Geschenke zu erhalten und die Beziehung zu ihm zu verbessern. Um deinen Freundschaftsgrad zu einem Ausbilder nachzusehen, wähle im Lobbymenü erst Daten anzeigen und dann Ausbilderinfo aus. Der Freundschaftsgrad steigt, wenn du mit einem Ausbilder zusammen auf eine Quest gehst. Und wenn du bei deiner Rückkehr nach Compton City mit ihm redest oder ein bestimmtes Kostüm trägst, wenn du deinen Ausbilder gut behandelst, kümmert er sich auch besser um dich. Durch deine erste Prüfung habe ich eine grobe Vorstellung von deiner Stärke erhalten. Im Zweikampf bist du gar nicht mal so schlecht, aber wie schlägst du dich gegen mehrere Kontrahenten? Du wirst jetzt eine Technik erlernen, die dir im Kampf gegen Gruppen von Feinden hilft. Aber genug geredet, den Rest kannst du dir beim Kämpfen aneignen. Sei mein Meister. Du willst also härter trainieren als jetzt? Deine Einstellung gefällt mir. Wenn das so ist, gehörst du jetzt mir. Ich erwarte von dir, dass du 100-mal besser abschneidest als zuvor. Ich dachte, ich war schon zuvor sein Meister. Hm. Bin bereit, dir meine Technik beizubringen. Lass uns reden. Hier, nimm. Lass uns reden und er besticht mich einfach, damit ich nicht mit ihm rede. Habe ich irgendwo gefunden, du brauchst mir nicht zu danken. Hm. Lass uns reden. Ja, du bist auf jeden Fall mit Freezer verwandt. Hm. Trainiere mich. Welches Training möchtest du machen? Ich würde sagen, die Ausbilderlektion mache ich selber. Das wird ein bisschen questmäßig vorankommen. Ich denke nicht, dass das so interessant ist, wenn ich da irgendwie Sachen lerne. Gehen wir zur Teleportstation, es wird Zeit. Wuhu! Willkommen, wir nutzen die Capsule Corporation Technologie, damit du dich an den gewünschten Orten walken kannst. Wo willst du hin? Ich würde gerne auf so eine kleine Insel. Mr. Satans Haus haben wir hier. Capsule Corporation. Freezer's Orbiter hört sich gut an, ne? Ich dachte, hier oben wäre Freezer's Orbiter drauf. Das ist einfach nur eine Kapsel. Oha. Ich kann fliegen! Ich darf fliegen! Yay! Oh, sieht das cool aus. Not bad, Freunde, not bad. So, was willst du von mir? Aho. Ja. Au. Hey. Was geht? Die Kaioshin der Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der jüngste der 5 Marukazaki-Brüder. Ich heiße Aoi. Ich forsche nach, warum Freezers Raumschiff von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Die Freezer-Armee ist erstaunlich. Sie haben hier wirklich eine ganz strenge Machtstruktur. Ich dachte mir, ich untersuche auch gleich noch ihre Organisationsstruktur, wenn ich schon mal hier bin. Aber anstatt irgendwo rumzuschleichen, hielt ich es für klüger, mich der Armee anzuschließen. Wieso trittst du nicht auch der Freezer-Armee bei? Ich habe gehört, es gibt sogar einen Aufnahmetest. Ich will ihr nicht beitreten. Ich will nur gemütlich arbeiten, gemütlich Geld verdienen und den Rest meines Lebens gemütlich verbringen. Missionen auf Leben und Tod. Strikte Überwachung? Nein, danke, da verzichte ich gerne. Gib einfach dein Bestes. Du bist eine Elite, oder?
Das wird dir beim Training sicher zugutekommen. Wenn du Freezers Orbiter besuchst, kannst du dich der Freezer-Armee anschließen, aber sei vorsichtig, denn du wirst jede Menge Kämpfe bestreiten müssen. Du musst dich für eine Seite entscheiden und unter dem einen oder anderen Kommando dienen. Wähle deine Fraktion mit Bedacht, da von deiner Entscheidung abhängt, welche Quests künftig für dich verfügbar sind. Es sind weitere Quests verfügbar, wenn dein Charakter Mitglieder des Freezer-Clans ist. Bin ich. Von daher ist es perfekt. Hey! Willst du es nicht erklärt haben? Ich will mich direkt anschließen. Kann ich hier irgendwie rein? Durch das Po-Loch? Wieso muss ich die langweilige Arbeit machen? Ich bin ein Kämpfer, kein Mechaniker. Mir fehlen die nötigen Teile, um das hier zu reparieren. Ich muss die passenden Teile finden. Ist das nervig? Yes. Hey, wie läuft's? Kommst du mit der Untersuchung voran? Kleiner Tipp, versuche, auf dem Schiff im Rang aufzusteigen. Dann bekommst du Zugang zu weiteren Informationen. Ich überlasse dir aber nicht den ganzen Spaß. Mal sehen, wer von uns die Zeitverzerrung zuerst finden kann. Zeitverzerrung? Hä? Mal sehen. Was ist? Soll ich es nochmal erklären? Wähle deine Fraktion mit Bedacht. Wie wähle ich eine Fraktion? Bist du auch ein Fan des Ginyu-Sonderkommandos? Die Typen sind so cool, oder? Eher nicht. Oh, bist du ein Margin? Margin, ne? Oh, ich finde die so süß, die Mädels von den Margin. Guckt sie euch an. Ich wette, alle Frauen laufen mit den Margin jetzt herum. Statt mit den menschlichen Frauen. Gut, keine Ahnung, wie wir da irgendwie eine Fraktion wählen. Wenn ich das wüsste, wäre das easy. Oh, ich bin tot. Hallo. Nice day, right? Willkommen bei den gemeinsamen Diensten im Came House. Das Came House ist genau der richtige Ort für Soldaten für ein Team bilden, bla bla. Sobald du dein Team zusammengestellt hast, ja, komm. Muten Roshi? Ist kein Came House. Greetings. Okay, dann Mr. Satans Haus. Was geht? Die Kaioshin der Zeit hat mir alles gesagt. Ich bin der Älteste der fünf, bla bla. Mein Schicksal steht seit meiner Geburt fest. Als Fünfling sind wir geboren, um Ninjas zu werden. Aber genug von mir. Du bist sicher hier, um mehr über den großen Zeitspalt zu erfahren. Ich forsche nach, warum Mr. Satans Haus von einem riesigen Zeitspalt erfasst wurde. Großer Saiyaman 1 und 2 sowie das Mitglied der Galaxiepatrouille kämpfen, um den Frieden zu wahren. Du solltest der großen Saiyaman 3 werden und ihnen helfen. Wer, ich? Auf keinen Fall. Ninjas arbeiten verdeckt und im Hintergrund. Ach ja, Gerüchten zufolge soll Mr. Satan nach einem guten Leibwächter suchen. Wenn er dich nimmt, verdienst du bestimmt gut und überlegt dir mal. Okay. Bei Mr. Satans Haus kannst du der Schüler des großen Saiyaman werden und an seiner Seite gegen mächtigen Schurken kämpfen oder Szeni verdienen, indem du als Mr. Satans Leibwächter arbeitest. Um Mr. Satans Leibwächter zu werden, musst du alle seine Aufträge erfüllen. Sobald er zufrieden ist, wirst du mit Szeni belohnt. Du erhältst mehr Szeni, wenn der Charakter ein Erdling ist. Jetzt kann ich mit ihm reden. Jaco, du bist auch hier? Yo. Du bist kein normaler Kämpfer. Ich wusste gar nicht, dass es Kämpfer da draußen gibt, die so gut wie wir sind. Weißt du, du könntest das Zeug zum... Bitte entschuldige mich, ich war da etwas voreilig. Also, wo waren wir? Ach, Son Gohan. Hey du da, du siehst irgendwie wie ein Kämpfer aus. Weißt du, wer ich bin? Versuch gar nicht, deine Überraschung zu verbergen. Nee, ich bin der Stärkste auf der ganzen Welt. Ich bin Weltmeister Mr. Satan. Heute muss dein Glückstag sein. Ich suche nämlich zufällig gerade jemanden, der für mich arbeitet. Hast du Lust, mein Leibwächter zu werden? So eine Chance bekommst du nicht jeden Tag.
Was ist das denn für eine Reaktion? Du könntest wenigstens versuchen, mir irgendwie zu antworten. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, nervös zu sein, wenn man vor dem Weltmeister steht. Aber ich sag es dir, mich zu beschützen wäre auf jeden Fall auf der Erde die höchste Ehre. Nein! Verdammt. Ich hab Nein gedrückt. Ich möchte zur Freezer-Fraktion gehören. Ja gut, jetzt bin ich Leibwächter, das ist ja schön und gut, ne, aber... Greetings. Capsule Corporation. Hey! Hallo, ich bin älter und heiße Kong Kong. Ich forsche nach, warum die Capsule Corporation von einem riesen Zeitspalter erfasst wurde. Vegeta hat viel trainiert, um stärker zu werden. Du solltest mit ihm trainieren, wenn du mächtiger genug dafür bist. Ich? Nee, Hulk hat's vergessen. Du solltest mal ausprobieren, wenn sie fertig ist. Bei Capsule Corporation kannst du deine Fähigkeiten gegen Vegeta auf die Probe stellen und nützliche Ausrüstung herstellen. Auch bekannt als Kuckuck-Knalle. Wenn du gegen Vegeta antrittst, stehen dir einige Quests zur Auswahl, in denen du dich mit Vegeta duellierst. Es sind mehr Quests verfügbar, wenn dein Charakter ein Saiyajin ist. Kuckuck-Knalle können mithilfe der Fähigkeit Mischmaschine hergestellt werden. Selbstgemachte Kuckuck-Knalle übertreffen ihre gewöhnliche Gegen... Hast du nicht... Fähigkeit. Ach, hallo Bulma. Welcome. Danke für deine Geduld. Die Fähigkeitenmaschine wurde repariert. Die Maschine steht jetzt zur Verfügung. Bitte sprich mit mir, bevor du die Maschine benutzt. Du benötigst Kostüme und Zeni, vor allem Zeni. Die darfst du nicht vergessen. Du musst unbedingt an die Zeni denken, das ist wichtig. Bitte wähle im Menü aus. Ich kann Sachen kombinieren. Was ist, wenn ich jetzt... Son Gohans Ding ins Kichens nehme und... Son Gokus Schildkröten Ding. Du kannst die Parameter ändern, indem du weitere Materialien hinzufügst. Bitte. Ein mysteriöses Power-Up-Objekt. Setze es ein, um die Parameter eines Kostüms mit seinen Parametern zu überschreiben. Ah. Damit kann ich quasi mein Kostüm behalten, aber die Parameter ändern. Gut. Ich weiß trotzdem nicht, wie man irgendwie Mitglied wird. Dann kann ich runter. Hä? Vielleicht müssen wir erstmal alle besuchen. Cool. Ist ja auch nicht irgendwie leise oder so. Um uns dann zu entscheiden. Oberältesten. Ja, gut, ja. Beim Oberältestenhaus kannst du den Frieden sichern, indem du regelmäßig angebotene Quests erfüllst. Du hältst eine Nachricht, wenn eine Quest verfügbar ist. Wenn du eine Quest links liegen lässt oder dabei scheiterst, hat das Oberältestenhaus darunter zu leiden. Wenn du gewissenhaft bist und die dortige Ruhe bewahren kannst, wirst du für deine Anstrengungen belohnt. Zusätzlich kannst du den Bewohnern in den Feldern Objekte geben und als Dank dafür andere Objekte im Tausch erhalten. Du erhältst mehr Objekte, wenn dein Charakter Namekianer ist. Man konnte Namekianer werden? Konnte man Namekianer werden? Wer genau bist du? Du kommst nicht von hier. Nun, du scheinst mir nicht böse zu sein. Ein wahrlich starker Feind hat dieses Land verwüstet. Du solltest gehen, solange du noch kannst. Ach, weißt du was, komm. Schütze die Dragon Balls. Du bist also bereit zu kämpfen, wenn es drauf ankommt, zähle ich im Kampf auf dich. So komm und auch so bla bla, bist du bereit für, ja komm. Hol dir die Dragon Balls, bevor sie in den Fingern der... Okay. Hol die drei Dragon Balls. Meine Fresse. Puh. Endlich mal eine Quest. Ich verstehe nicht, wie es bei den anderen ist.
Aber Freunde, ich weiß, wir wollen den Kampf starten. Dede, du kämpfst mit mir? Ja, ich würde sagen, wir sehen uns morgen wieder. Das gucken wir uns morgen an. Haut rein, euer Zero. Tschüss.